das klingen, meine wenn man Lieben, das ist wirklich großartig. Genau so muss das klingen, wenn man auf eine Bühne kommt. Ich glaube, wir müssen nicht ganz so viele Worte nehmen, weil wir wollen euch die Zeit nicht wegnehmen. Wer kommt? Der Applaus gilt ja nicht uns. Ja. Hideo Kojima? Hat jemand Lust? Wer hat Bock auf Hideo Kojima? Das klingt sehr gut. Das klingt sehr gut. Oh Mann, oh Mann. Sehr, sehr schön. Ganz kurz zu sagen, erklär den Ablauf. Ich erkläre gleich, was wir machen. Und dann kriegen wir euch alle schnell rein, raus, damit ihr euer Autogramm kriegt. Klingt das gut? Sehr schön. Also, dann machen wir nicht lange. Ich erkläre euch nur ganz kurz. Hier vorne geht es los, die Treppe hinauf, immer einer nach dem anderen. Mr. Kojima wird hier auf euch warten. Da bekommt ihr ein Plakat mit Autogramm. Leider, ihr könnt ihn gerne währenddessen fotografieren, aber er wird keine Zeit haben, mit jedem ein Selfie zu machen. Das bedeutet also, bitte dann herkommen und weitergehen, damit jeder oder beziehungsweise möglichst viele von euch die Chance haben, ein Autogramm zu bekommen. Und da drüben geht es dann die Treppe wieder runter und ihr werdet von unserer Security, das ist die Heike, heruntergeleitet und weitergeleitet. Okay, bitte seid nett zueinander. Wir versuchen wirklich, je langsamer bzw. entspannter ihr alle vorangeht, desto schneller wird es funktionieren und jeder wird ein Autogramm kriegen, hoffentlich. Genau, wo wir von Zeit sprechen, wir sind super, super froh, ihn hier zu haben. Sehr, sehr schmales Zeitfenster. Also, so smoother wir das Ganze durchkriegen, umso mehr von euch können ein Autogramm kriegen. Ich kann euch schon sagen, wir alle werden wir nicht schaffen, aber wenn wir uns alle zusammen Mühe geben, dann kriegen wir so viele wie möglich. Alles klar? Wunderbar. Habt ihr da Bock drauf? Dann würde ich sagen, jetzt bitte einen Riesenapplaus. Erst der Kopf hinter Death Stranding, Mastermind von Metal Gear Solid. Und hier ist Hideo Kojima! Viel Spaß! Thank you.
Ja, okay. Ja, eben, genau, ja. So, oh, I'm actually live. Ich liebe das, guck an. Mein Mikrofon funktioniert. Ist es nicht traumhaft, meine Lieben? Ja, ein wunderschöner Moment geht langsam aber sicher zu Ende. Und wir kommen jetzt schon mal zu euch nach vorne. Ich gehe auf die andere Seite. Ich mag die andere Seite auch sehr gerne. Das ist traumhaft. Ich dränge mich hier seitlich vorbei. Ich wollte eigentlich da ins Foto springen und habe mir dann gedacht, na, das ist gemein, oder? Genau. So was machen wir nicht. So, liebe Damen und Herren, wie ihr euch wahrscheinlich vorstellen könnt, kommt unsere Zeit langsam zum Ende. Das heißt, der nette Herr da hinten, der gerade hochgeht, ist leider der Letzte. Es tut mir wirklich sehr, sehr leid. Ich hoffe trotzdem, was... Das können wir gleich mal vielleicht sogar fragen, wenn noch welche da sind. Ich habe die akustisch die Frage nicht verstanden. Sie hat gefragt, ob wir denn nicht noch Poster verteilen könnten, wenn wir denn noch welche haben. Ah, das weiß aber, dass die abgezählt sind, deswegen weiß ich nicht, ob wir noch welche haben. Drücken wir euch die Daumen und versuchen, dass das klappt, okay? Mehr können wir leider an dieser Stelle nicht versprechen. Wir müssen dann auch ganz kurz hinten Rücksprache halten, um genaueres zu wissen. Bis dahin aber können wir euch schon mal, soweit es geht, entertainen. René wird jetzt kleine Hüpfspielchen hier vormachen, auf dem linken und auf dem rechten Bein. Wer will, kann das zu Hause nachmachen. Stimmt. Warte, ich tanze. Ist glatt gelogen. Ja, nicht schlecht, nicht schlecht. Das ist auf jeden Fall schon mal nett als Einstimmung auf die großartige sportliche Aktivität, die wir nachher noch mit euch vorhaben. Um 17.15 Uhr nämlich kommt Eileen zu uns auf die Bühne. Eileen ist nicht nur Eileen und der Name eines großartigen Songs. Nein, sie ist auch Freestyle-Fußballerin und wird gegen euch bzw. für euch hier oben auf der Bühne antreten. Und dann schauen wir mal, ob wir ein akkurates Battle zustande bekommen und euch, dem Gewinner aus diesem Battle, eine PlayStation 4 schenken. Wer Bock hat, kommt um 17.15 Uhr. Nochmal vorbei bei uns. Also eigentlich gleich. Das bedeutet, wenn ihr leider nicht rangekommen seid, habt ihr immer noch die Chance auf eine PlayStation 4. Also es könnte schlimmer gewesen sein, oder? Ich weiß, ich sehe da ein bisschen, vielleicht. Lieber eine Unterschrift. Nein, wie ehrlich, ist es nicht schlecht, ne? Ja, das ist allerdings wahr. Ich wollte gerade sagen, ich würde sie ja auch nehmen, aber ich darf ja nicht. Nein, ich würde auch ein Autogramm von Hideo Kojima nehmen, aber leider, tatsächlich. Wenn ich mich jetzt noch ganz schnell anstelle, meinst du, guck mal, der Security-Typ steht ja da, ich kann da hingehen, das kann ja gar nicht. Aber sie steht an der falschen Stelle. Es gibt auch noch die Security-Frau hier vorne, das ist Jasmin, die passt auf. Die lässt sieht da doch gar nicht. So sieht es nämlich aus. Da, ich bin da wie ein Fisch. Wie ein Fisch bist du. Das selten hat es besser gepasst, was du so erzählt hast über dich. Großartig. Meine Lieben, wir haben noch mehr. Control gleich für euch. Wir haben unter anderem ein paar Menschen zu Gast, die da sehr, sehr schöne Insights bieten können zum Spiel. Thomas Puha ist da und Michael, jetzt ist es schwierig, weil ich kann meine eigene Schrift nicht lesen. Kasurinen heißt er. Ja? Kasurin. Ich dachte, ich zeig dir meine Schrift, vielleicht kannst du das besser lesen. Michael ist Game Director. Oh, guck mal. Lächeln. Ja, sehr schön. Hat nicht geglaubt. Ey, ganz ehrlich, bei so vielen war so ein glückliches Lächeln auf dem Gesicht insgesamt. Das war wirklich krass. Zu konzentriert. Noch keine Treppe runtergefallen, das finde ich immer sehr gut. Gut, dass du aufgepasst hast. Wenn ihr das übrigens gerne nochmal sehen wollt, auf Facebook, glaube ich, bleiben die Live-Videos noch ein Momentchen erhalten. Ne? PlayStation Dach auf Facebook unbedingt mal anschauen. Immer eigentlich. Immer eigentlich? Immer. Immer und mehr. Jetzt gucke ich mal, sehe ich da noch Poster? Es war vielleicht. Mit ein bisschen Glück. Ja, kann ich dann doch eins haben? Dann kannst du auf gar keinen Fall eins haben, weil du hast es der jungen Dame da vorne versprochen. Die hat schon gerufen. So, wir können dann in die Richtung, wo es nachher, wenn Hideo Kojima von der Bühne geht, wo es am lautesten jubelt und klatscht, in die Richtung können wir ja vielleicht mit dem Rest Poster gehen. Ist das eine Idee? Da musst du mich nicht fragen. Könnten wir vielleicht... Wir schauen das gleich mal. Wir gucken mal, ob wir sie mitnehmen. Das ist natürlich auch immer noch die Frage. Stimmt. Ja. Das wäre natürlich dann semi-optimal für uns. Aber das war der letzte. Da habe ich noch schnell ein Foto geschossen. Sehr schön. Und damit... Okay. Du bist damit der Letzte jetzt. Dankeschön. Thanks a lot, everybody. Ich passe es nicht. You're done.
Your time is super worthful. We know that. So thank you for walking and coming on by and being on our stage. Thank you, Hideo Kojima. Thank you. Thank you very much. So, jetzt ist es wieder meine Stage. Jetzt ist es wieder deine Stage. Alles mal. Haben die mitgenommen? Ja, leider die traurige Nachricht, die ich rennst du jetzt hinterher? Muss. Ja, ich renne hinterher. Okay, verdammt nochmal. Okay. Ich renne kurz. Okay. Der Matze macht das. Ich bleib euch so lange erhalten. Ich guck mal schnell auf meine Uhr. Also, wir haben es ja gerade schon gehört, wir kommen nochmal zurück. Und zwar mit Control. Das könnt ihr übrigens auch auf der anderen Seite spielen. Direkt hier gegenüber von unserem Stand. Da sind die Jungs von Remedy, die machen Control, aber wir haben deren Game Director und einen weiteren Developer hier, um nochmal genau über das Game zu sprechen. Wir schauen uns noch mal was ganz Exklusives an, wir werden noch ein bisschen Insight kriegen, denn wir werden sogar live auf der Bühne spielen. Das ist der sehr, sehr coole Part daran. Es ist immer toll, wenn Developer auch mal dazu kommen, ihr Game anzuzocken und hier mit uns darüber zu reden und vor allem mit euch ein bisschen zu erzählen, warum dieses Spiel so besonders ist und warum ihr es unbedingt ausprobieren solltet. Warte ich natürlich gleich. Gleich höre ich bestimmt irgendeinen Aufschrei. Ist entweder dann Nein oder Ja in meinem Ohr, wenn der Matze dann rausgefunden hat, ob er ihnen denn die Poster abnehmen konnte. Aber noch habe ich nichts gehört. Okay, ich bleibe einfach so lange auf der Kamera. Schön. Hi, Kamera. Hallo, Mama. Hallo. Wisst ihr, übrigens, wenn ich immer gefragt habe, die Leute, die auf einer Bühne stehen und rumreden, ne? Meine Eltern haben immer gesagt, ich soll nicht so viele PC-Spiele und Konsolenspiele spielen, ne? Weil damit werde ich nie mein Geld verdienen. Falsch. Ne? Und meine Lehrer haben immer gesagt, ich soll die Klappe halten im Unterricht, weil ich werde mit Reden nie mein Geld verdienen. War auch falsch. Ne? Also lasst euch nicht erzählen von irgendwem, wenn ihr irgendwas so super gut seid oder super gerne macht, dann gibt es immer eine Möglichkeit, das auch zu einem Beruf zu machen. Hat ja auch geklappt. Ne? Seht ihr. Die müssen das jetzt alle anhören, was ich rede. In der Schule hat das nicht so gut geklappt. Das sage ich euch. So, kann ich einen Daumen hoch kriegen vielleicht für die? Nein. Das war die Frau, die hätte die über die Poster bestimmen können. Deswegen dachte ich, vielleicht macht sie einen Daumen hoch oder Daumen runter. Aber hat sie nicht. Vielleicht kämpfen die gerade darum. Könnt ihr euch da hinten Matze vorstellen, der an diesen Postern reißt und die versuchen, die wieder wegzunehmen? Ich wette, er kämpft für euch. Da bin ich ganz mal überzeugt. Vielleicht kann ich die sehen. Hallo? Ich sehe. Nein? Okay. Ein Kampf um Leben und Tod, wenn es um Poster geht. Da kennen die keinen Spaß. Wirklich nicht. Es ist jetzt. Oh, ich höre eine Stimme in meinem Ohr. Habt ihr die auch gehört? Nein, okay, es ist nur die Stimme in meinem Ohr. Macht nichts. Okay. Weil ich bin mir nie so sicher, auch diese Tetris-Melodie, ihr kennt das, die an dem Kopf läuft. Und jetzt reden sie noch mehr zu mir. Ich weiß nicht, erzähl mir doch mal was. Ein Witz oder so. Nee. Ja. Ja, ich wollte sagen, wir werden auf jeden Fall das hier bestimmt gleich, ich sag mal nicht ganz entfernen, aber so, dass ihr wieder ein bisschen näher kommen könnt, ne? Weil wir spielen ja nachher noch um eine PlayStation 4. Wir wollen natürlich, dass ihr was sehen könnt von Control. Hast du keine Poster? Jetzt bin ich wieder live, das ist ja schön. Hallo, meine Lieben. Ich weiß, dass es wirklich mega, mega exciting ist für euch und für mich auch. Denn Herr Kojima war so freundlich, hinter der Bühne noch einige ganz wenige Autogramme zu schreiben. Also ich sage mal drei, mehr haben wir sicherlich nicht. Ihr müsstet allerdings noch ein bisschen darauf warten. Super, drei und dann so. Ja, wir machen gleich, bevor es mit Control losgeht, würde ich sagen, eine klitzekurze Runde und gucken, wie wir euch die Poster bzw. die Unterschriften zukommen lassen. Was können wir denn da machen? Wie kann man müssen den Bereich hier vorne noch ein bisschen frei machen gleich, bevor es mit Control losgeht. Und deswegen würde ich sagen, wir überlegen uns was für euch. Ihr bleibt bitte noch ein Momentchen und wir sind gleich wieder für euch da. Okay? Traumhaft. Danke euch. Bis gleich.